Am gestrigen Sonntag fand in Oberhausen das diesjährige Fan-Community-Treffen von Jan Ammann statt. Die begrenzten Plätze waren schnell vergeben, sodass die angereisten 235 Fans sichtlich froh waren, an diesem Abend dabei sein zu dürfen. Andreas Luketa, Manager von Jan Ammann, freute sich insbesondere über die Harmonie der Fans untereinander. Wir finden auch die Tatsache ganz toll, dass sich zwar hier Menschen zusammengefunden haben, die sich musikalisch und menschlich von Jan begeistern lassen, aber auch Menschen zusammengefunden haben, die sich tatsächlich auch über Facebook oder über die Konzerte, die wir veranstalten, als Menschen zusammengefunden haben. Und das ist für uns auch ein ganz, ganz großes Kompliment. Andreas Luketa bedankte sich bei den Fans für die schönen Erfahrungen, die er seit Beginn seiner Managementarbeit sammeln durfte. Ich finde, wir haben ganz, ganz tolle Fans. Ihr seid vor allem auch eine Gruppe an Menschen, die den Jan total supportet, hinter ihm steht, die sich auf die verschiedenen Etappen seiner Karriere, die allein in den letzten 3 Jahren geschehen sind, immer wieder einlasst. Und immer wieder den Menschen Jan dahinter erkennt, ob er jetzt Songs wie Gib auf deine Seele Acht singt oder Die unstillbare Gier, dass er einfach die ganzen Facetten zeigen kann, die er in sich spürt und die er als Künstler auch in sich fühlt. Auch die Erfahrungen der Lampenfieber-Tour haben dazu beigetragen, dass voraussichtlich im August die Live-CD zur Tour und im Herbst des nächsten Jahres ein neues Soloalbum von Jan Ammann erscheinen werden. Ihr habt uns damit auch ganz, ganz viel Mut gegeben und auch zu der Entscheidung beigetragen, dass wir halt gerade aktuell das erste Soloalbum von Jan produzieren mit eigenen Songs. Wir arbeiten da ganz, ganz dolle dran. Jan Ammann erhielt an diesem Abend 2 ausgefallene Fangeschenke. So überreichte Susanne Köhler stellvertretend für die Community ein großes Mosaikbild, das aus vielen kleinen einzelnen Fanfotos bestand. Du machst deinen Fans sehr viel Freude und deswegen haben deine Fans gesagt, wir möchten dir auch eine Freude machen. Und da wir wissen, dass du auch sehr gerne fotografierst, haben wir dir ein Bild vergrößert. Und da es viele Fans sind, haben wir ein paar mehr Bilder da eingebaut. Und weil wir auch ganz fies sind, haben wir 6 Suchbilder eingebaut, die was mit deinen persönlichen Leidenschaften zu tun haben. Und das sind 6.110 Bilder. Viel Spaß beim Suchen. Güte. Als zweites Geschenk überreichten Dani und Steffi symbolisch den Schlüssel zum Schloss Mandalay, das Jan Ammann seit 2 Monaten im Stuttgarter Musical Rebecca sein eigen nennen darf. Dani erklärte, warum am Schlüsselbund noch viele weitere Schlüssel zu sehen sind. Die ganze Community hat eben auch, um als Glücksbringer zu dienen, alte oder neue Schlüssel gesammelt für dich. Und zusätzlich haben wir noch eine kleine Kiste, wo die persönlichen Worte von allen hier aus dem Saal drin sind. Den Schlüssel zu diesen über 200 persönlichen Nachrichten der angereisten Gäste muss Jan Ammann also nun an diesem Schlüsselbund ausfindig machen. Er selbst war von beiden Geschenken sehr gerührt. Vielen, vielen, vielen Dank. Also ich bin ganz gerührt von so tollen Geschenken und ich bin auch sehr, sehr dankbar, und das habe ich auch eben zum Andreas gesagt, dass es so toll ist und dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, Menschen zu haben, die mich mögen als Sänger und die mich mögen als Mensch, und dass ich durch euch tatsächlich Musik machen kann. Weil das ist nicht unbedingt selbstverständlich, dass man auf der Bühne steht und Zuspruch bekommt, und der Zuspruch bestärkt natürlich jeden Künstler, und wenn ich jetzt einen Tag wie heute erlebe, dass ich jetzt in so eine große Runde gucken kann, die explizit jetzt nur wegen mir hier sind, und auf der Bühne zu stehen und eine Rolle zu spielen und zu singen, das ist für mich natürlich das Größte der Gefühle und das Schönste, aber wenn man tatsächlich eine Gemeinschaft hat, die einen unterstützt, und da kommt viel positive Resonanz, da kommt auch viel positive Kritik. Das ist einfach toll, sowas zu haben, und das hat man nicht alle Tage, und da bin ich sehr dankbar und auch wirklich sehr verlegen. Und freue mich darüber. Jan Ammann ist aber auch ein Mensch, der sehr gerne gibt. So übernahm er die Schirmherrschaft eines Vereins, dessen Ziele Andreas Luketa erklärte. Zu Beginn unserer Zusammenarbeit hatten wir von vornherein darüber gesprochen, dass es Jan auch wichtig ist, auch etwas zu geben oder Projekte zu unterstützen, die ihm wichtig sind. Weil Jan von dem Glück und von dem Privileg, in einer Position zu sein, in der er jetzt ist, einfach auch ein Stück abgeben möchte. Und wir sind halt auf einen Verein aufmerksam geworden, der Verein Neue Wege. Ein Verein in Mettmann ansässig, der sich um Jugendliche kümmert, die kriminell geworden sind, die vielleicht durch ihre sozialen Umstände halt einen nicht ganz so geraden Weg gegangen sind wie die meisten von uns. Und jeder von ihnen weiß, wie schwierig das ist, wenn man als junger Mensch straffällig geworden ist, dann wieder einen Weg zurück in die Gesellschaft zu bekommen, weil doch viele Vorurteile bestehen, und es ist ja eh in der heutigen Situation schwierig, einen Job zu kriegen, und wenn man dann halt so eine Vorgeschichte hat, ist es fast unmöglich. Und dieser Verein Neue Wege bemüht sich halt darum, solchen jungen Menschen eine zweite Chance zu geben, und Jan hat von diesem Verein gehört und hat so schön gesagt, dass er so privilegiert war, eine Jugend ohne Sorgen und ohne Probleme erfahren zu dürfen, mit Eltern, die ihn gefördert haben, aber dieses Glück hat halt nicht jeder. Darum war es uns ganz wichtig, dass ein Jahr lang die Schirmherrschaft für den Verein Neue Wege in Jans Händen lag.
Dirk Wermelskirchen vom Verein Neue Wege e.V. erinnerte an gemeinsame Aktionen, die unter der Schirmherrschaft mit Jan Ammann ermöglicht worden sind. Der Präventionstag ist sicherlich viele noch in Erinnerung. Das Benefizkonzert in Mettmann in unserer Stadthalle sicherlich auch, aber auch die vielen kleinen und großen Aktionen, die Sie als Fans einfach auf die Beine gestellt haben, dass wirklich eine stattliche Summe von 11.500 Euro zusammengekommen sind. Wir haben in etwa 450 Jugendliche, die wir mit diesem Geld jetzt erreichen können, wo wir soziale Trainingskurse durchführen, wo wir ein Stück weit Anti-Aggressionstrainings durchführen, Jungen und Mädchen letztendlich ein Stück weit eine neue Chance, eine zweite Chance geben. Dafür vielen, vielen Dank, Jan, dass du uns dabei im letzten Jahr so sehr unterstützt hast. Im Anschluss folgte ein großes, sehr persönliches Interview, in dem ausschließlich Fragen der Fans gestellt wurden. Dieses Interview hört ihr am Donnerstag, den 7. und Sonntag, den 10. Juni um 18:30 Uhr auf musicalradio.de.